Welcome to the Paranoia-Sumpf. Welcome to the Paranoia-Sumpf. Den hat's zerrissen. Ja, da juckt's Näschen. So, gehen wir jetzt gleich da. Speichern. Du wolltest eigentlich was ganz anderes machen, aber scheiß auf. Ja. Du hast schnell den Trank zu übernehmen. Prost Mahlzeit. Ich mich verteidige, Kollege. Jetzt hauen die Skoyatell auf. Die Ohren gehören auf jeden Fall mir. Keiner fasst die Ohren an. Braucht kein Mensch. Weg damit. Ich will mal mein Stahlschwert mitnehmen. So. Kampfhammer. Die Däune sind... Na gut. Na, von mir aus. Aber ich fand, das war jetzt ein sehr schneller und guter Kampf. Es folgt mir die ganze Sippschaft. Ich komme mir schon ein bisschen verfolgt vor. Ganz ehrlich. Jupp. Ich glaube, ich habe Verfolgungswahn. Aber dann werden wir gleich schön in die Stadt zurückkehren. Da muss ich jetzt aber erstmal bald mal hier abschließen, weil es gibt mir ganz ehrlich gesagt allmählich auf die Eier. Das Gebiet hier. So, was ist denn da drüben? Schön, wie hier rumschleicht. Der ist ja schon wieder am Pennen. Komm her, Alter. Ja? Ja. Ich habe die ein... Ich gehe davon aus, dass ihr erfolgreich wart. Ich bin... Aber wir haben weder Hafkas noch Waffen... Wir beschaffen uns die Waffen schon. Die Däune kommen gewiss, um unser Gold zu holen. Wichtiger ist jedoch, der Orden wurde besiegt. Ihr werdet noch von... Ich bin... Ich habe ein paar Nachforschungen bezüglich des Hexers, der vor euch im Sumpf war, angestellt. Oh, das ist doch toll. Habt ihr etwas rausgefunden? Er wurde von Däune geschnappt, die das Salamanderabzeichen tragen. Er leistete keinen Widerstand. Also ist er nicht tot. Aber warum hat er seine Ausrüstung versteckt? Vielleicht hat er geahnt, dass sie kommen würden. Seid auf der Hut, Gwynblade. Danke, Yevin.
Sehr schön. 200 Orens. Boah, kann man immer gebrauchen. So, Berengas Geheimnis. Okay. Berengar lebt. Angeheuert von... Genau. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir mal zurück in die Stadt kommen. Klopf, klopf. Wer ist da? Schlechte Wortwitze machen. Also, ich sollte das Ganze vielleicht nochmal speichern, fällt mir gerade so ein. Auf zurück. Auf jeden Fall kann ich schon mal wieder 1-2 Quests hier abgeben. Das ist schon mal das Gute. Sei ruhig. Ist jetzt die Frage, aber jetzt haben wir ja wieder was erfahren über den anderen. Wo war es denn? Nee, da nicht. Da war das. Hier durch den. Das Zettelchen hier, genau. Nee, der nicht. Ja, hier im Journal hat schon irgendwas. Irgendwas hatte ich doch da gehabt eben. Hm. Ich guck mal, ob ich hier in die Tür reinkomme. Gerade raus, das ist schön. Immer mehr Elfen in der Gegend. Kleine Hütte. Schrank. Berühmten Weissagung, okay. Kommt bestimmt einfach mal alles mit. Irgendwas mit Weissagung nimmt man auch immer gern. Starke Droge. Drogen will ich auch immer gern zu haben. Schleifsteine. Das hier, genau, das ist der Blutbefleckterbrief. Den grüßen Leuwarden. Ja, ja, der ist Sack, der Alte. Ein Würfelkästchen. Ein Satz Würfel für Anfänger. Warum habe ich zwei davon? Das frage ich mich aber noch. Oh, da. Blablabla. Irgendwelche schrecklichen Prophezeiungen. Kiste. Danke. Vaska ist sehr weise. Habt ihr mit ihr gesprochen? Was mir gerade auffällt, das ist eine Riesenhütte. Wenn man jetzt mal von außen guckt. Ja. Ja. Nehmen wir so hin. Das Innere einfach nicht zum Äußeren passt. Korb. Holztruhe. Speichern. Ich glaube, ich mal wieder alles. Auch wenn es euch ja eh nicht interessiert. Das ist... Nehme ich mit, danke. Nehme ich mit. Wenn ihr Geld habt, kann ich euch lehren, wie man die... Wie viel? 50 Orens. Honig genügt auch. Meine Kinder lieben süß. Habe ich Honig? Habe ich Honig? Ich habe Hundetalk. Tut's das auch? Ich glaube, Honig habe ich gar nicht. 50 Orens will die sonst haben. Kuhmilch, Honig habe ich mal ausnahmsweise nicht dabei, sondern Käse. Wir gehen nur zum Kräuterpflücken raus. Ja, ja, von mir aus. Wir gehen nur zum Kräuterpflücken raus. Ja, von mir aus. Ich will trotzdem. Wir gehen nur zum Kräuterpflücken. Alter. Geh mir nicht auf den Friedhof, da kriegst du halt die scheiß 50 Orens. Ja, kurze Zeit hast du schön hingelegt. Das ist ganz schön flott. In unserem Dorf verlässt nur die Anführerin ihr Haus wirklich oft. Ja, ist ja schön, aber was ist denn jetzt hier mit dem...
Ich will's bezahlen. In unserem Dorf verlässt nur die Anführerin ihr Haus. Mann. Gut, dann halt nicht. Dann schauen wir bei der Waska rein. Da sind die alten Schopnelle. Ganz starr. Nehm ich halt alles. Nehm ich alles mit, was du hast. Hässliches Stück. Hier nochmal reingehen. Stimmt, ich nehme den jetzt erstmal hier alles auseinander. Ich muss ja das Zeug finden. Hier reingucken. Rostiges Schwert im Schrank. Kannst du mir das behalten? Das macht ihr schön. Das macht ihr sehr schön. Ich muss euch ja mal loben. Wenn ihr hier sesshaft würdet. Immer wächst und braucht Ziegel, schon einen Krieger zu unserem Schutz gebraucht. Oh, ich bin schon wieder voll. Der edelste Wein der Welt, das ist ja auch schön. Ich hab's nicht echt noch Crap dabei, das gibt's gar nicht. Schaden 20. Schaden um 10. Okay. Na komm, schmeißen wir das mal weg. So. In unserem Dorf verlässt nur die Anführerin ja, ich weiß. Ihr Haus wirklich oft. Die Geschichte von Lara Dorren und Gregenam von Lot. Bietet Informationen über Elfen und älteren Blut. Aha. Moment, komm mal hier gucken. Ich denke, das Gefühl, das heißt, das Ding kann weg. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt habe ich Honig. Also, das legen wir noch fort. Das nehmen wir dafür mit. So, das lesen wir dann gerade mal. Bla bla bla. Glossarelfen, das ist doch schön. So, kann aber weg. Wo ist meine Kuhmilch? Da. Ich wollte das Ding hier wegwerfen. Zacker, danke. Kuhmilch aufheben. So. In unserem Dorf verlässt nur die Anführerin. Ich hab jetzt was zum Bezahlen. Ja, nicht? Nicht? Ist was das Haus? War das hier drin? Unsere Kinder sterben sehr häufig, da wir in den Sümpfen leben. Ja, ist schlecht, ne? Aber so wie du ausschaust, Mädel. Ne? Ich würde dir gerne was schenken. So Honig. Da, hast du. Du dränge schnellfach, okay. Du verrücktes Vieh. Dann halt nicht. Kriegst nie wieder was von mir. Das Gute ist, wenn ich jetzt sowieso in die Stadt gehe. Dann kann ich auch nochmal ein bisschen mein Inventar erleichtern. Jemand auf die Fähre? Ja, ich. Ein neuer Kunde? Bringt Zeit. Kanzler? Ja, ich warte auf dich. Sonst. Ja, abbrechen, brauchen wir nicht. Zum 50. Mal sehen. Komm, schneller. Danke. Der Clan-Lava. So, bei dir habe ich erstmal den Ghoul-Vertrag. Ah, ja. Das ist ein ordentlich. Ja? Du bist dick. Der Landungs... Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Danke. Ja? Wie glaubt ihr, ich verkaufe Runkelrüben? Ich verstehe. Ihr seht ohne Zweifel Gespenster. Reden wir. Ja?
Und sag mal, was du hast, Alter. So, der Hafen ist sicher, das ist auch gut. Den verkaufen wir. Den verkaufen wir. Vorschein gebe ich jetzt nicht mehr her. Weg damit. Komm, die Ringe kommen auch mal fort aus dem Mittel. Ich brauche keine Ringe. Solange die mir keinen Bonus geben, können sie mich mal gern haben. Stehen hier alle so an. Komisches Bagage. So, dann nichts wie zurück in die Stadt. Und dann mache ich auch gleich nochmal Schluss. Ich habe jetzt nochmal schnell eine Stunde aufgenommen, dass ich wieder ein bisschen Content habe. Bis zur nächsten Großaufnahme. Komm. Geht auch so. Gerade noch das Journal. Den habe ich jetzt auch abgegeben. Ja, dafür brauche ich überall hier nämlich. Achso, da hinten ist Vincent Posten. Ja, das kann ich eigentlich noch abgeben. Nicht schon lang. Ist im Großen und Ganzen stark aus. Meine Jugend. Ich muss den Garten nicht gießen. Stellt ihr euch gerade echt unter, weil es. Ich habe Zahnschmerzen. Ganz schlecht. Die stellen sich alle unter, weil es regnet. War nicht schlecht. So, Vincent. Trudel. Was geht? Ich habe die Archespor. Was zum Teufel ist das? Was es auf Erden nicht alles Abscheuliches gibt. Gibt es Banditen? Richt. Was gibt's, Hexer? Ich. Jemand hat Ihnen von meiner Verabredung. Was wollt ihr da? Der Professor. Ich habe keine Zeit. Ihr habt den Professor aus dem Gefängnis gelassen. Seine Kaution wurde bezahlt. Ich verstehe. Was macht ihr nachts? Trefft ihr euren Boss, Azar Javed? Es ist doch nicht unnatürlich, dass ich die Nächte im Händlerviertel verbringe. Verstehe. Ich habe keinen stichhaltigen Beweis. Klingt, als wäre aus eurem Gebirge ein. Sollte. Ja. So, ich habe wieder Geld bekommen, das ist das Wichtige. So, speichern. Dann mache ich hier nochmal. So, die Klappen. Klappt doch schon mal ganz gut. Geht's jetzt. Darüber geht's noch in den Händlerviertel. War ich da schon mal? Jetzt bin ich verwirrt. Abgeschlossen, da kann jetzt ja nichts werden. Kann man doch schon da drüben war. Ja, die schlachten sich jetzt hier schön ab. Könnt ihr auch von mir aus alle Mann tun. Da unten ist das, ja, das ist der Totengräber. Kaufmann, Kaufmann, Kaufmann. Waffenschmied. Gasthaus und irgendwer. Genau, da muss ich ja hin. Oder da will ich viel mehr hin. Viel mehr. Es war der Gärtner, wie üblich. Rennen wir noch hier runter, da haben wir noch was Sinnvolles gemacht. Hütet euch vor Banditen. Warum denn? Ich weiß. Da hier rein. Gut, dann weiß ich nämlich, wo ich nächstes Mal ansetzen kann. Ihr seid alle scheiße. So, speichern. Ende.
Gelände. Liebe Liebenden, wir sehen. Oh, ich mache jetzt Schluss. Ich gehe schnell rendern. Und bei der nächsten Aufnahmerunde schauen wir dann uns mal ein bisschen der Stadt um. Ich will diese blöden Besserungseinträge haben. Bis dahin. Tschüss.